willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Ja, falls ihr euch wundert, warum ich Temperatur sinkt, nicht auf irgendwelche Sachen eingehe oder auf irgendwelche Kommentare oder ähnlichem, ich nehme gerade sehr viel voraus auf. Ich bin Mitte September für 2 Wochen weg und versuche gerade noch so viele Parts wie möglich aufzunehmen, damit so wenig Zeit wie möglich keine Videos kommen. Es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass keine Videos kommen. Ich weiß nicht, ob es Mass Effect sein wird oder ob es zum Beispiel der Last Guardian sein wird. Aber ja, da ich 2 Wochen weg bin und auch übers Wochenende nicht nach Hause komme, könnte das Ganze etwas... Naja, ihr wisst schon. Muss ich was machen, ne? Hier war ich schon mit Sicherheit, oder? Ja, klar. Hier war ich doch schon. Was will ich denn hier? Will ich doch gar nichts. Wo ist denn eigentlich der letzte Monolith? Muss ich nicht noch irgendwo ein Modo? Oh. Der Monolith fehlt. Alles klar. Da müssen wir gleich auch noch hin. Gut. Machen wir. Machen wir alles. Wir haben... Ich bin hier wieder in einer kleinen Session. Ich habe also einiges vor. Schaffen möchte. Ach, ja, wollen wir erstmal die Cat-Basis angreifen. Oh, jetzt wird's interessant. Das könnte... Ohne den Schild müssen wir nur kurz feucht durchwischen. Einmal kurz vor... Könnten sich jetzt unglaublich viele Gegner werden. Ich bin mir das noch nicht ganz sicher. Aber es ist zumindest sehr wahrscheinlich, dass hier unglaublich viele Gegner kommen werden. Es ist nicht dieser Stadt. Eigentlich ein paar Leute erwarten, oder? Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Den verstehe ich jetzt nicht. Warum ist hier nichts? Angeblich. Keiner weiß wo. Moment, ist das hier der Gegner? So ganz eine Ahnung von dem, was ich eigentlich gerade vorhabe, was ich jetzt gerade irgendwie da runter? Ich glaube, ich muss hier runter. Oh shit, nicht ganz runter. Was war das? So, habe ich hier irgendwas? Mal wieder nichts, was ich scannen kann. Was ich schade finde, aber gut. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich.
nach links. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Sam, bitte. Es reicht. Okay. Willkommen in einer Sackgasse. Auch gut. Vollkommen legitim. Das Ding ist ja mal geil. Das finde ich gut. Das, was ich jetzt gerade bekommen habe, das Sturmgewehr, finde ich gut. I like it. Damit bin ich tatsächlich zufrieden. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Viel besser als das davor auf jeden Fall. Sie haben keinen Witz gemacht. Eine gefrorene Stadt. Sam, wissen wir, wie lange dieser Ort schon im Eis gefangen ist? Die Forscher der Angara vermuten mehr als 500 Jahre als Ergebnis des Geißelvorfalls. Klingt Sinn. Cat! Lade Munition nach! Noch mehr? Das hätten wir. Scheinbar nicht. Ach, nichts, das ich sehen kann. Diese Dinger kann ich nicht scannen. Scanne ich hier halt eben nichts. Auch okay. Solange ihr mir noch weiterhin Munition gebt, dass ich hier nicht auf dem Trockenen liege, ist mir egal. Ich registriere einen Temperaturabfall. Auch absolut rein gar nichts. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Oh, wow, das war ich gerade so schlecht. Geh mich fort. Dankeschön. Da sind Leute gefangen. Sie haben hier Sklaven. Holen wir sie raus. Ich registriere einen Temperaturabfall. Ich konnte jetzt irgendwie nicht mit dem reden. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ja, genau, mit euch sprechen, das würde ich gern. Hallo? Das sind alle, Cat. Und wir sind wirklich frei.
Schaffen Sie es von hier aus allein? Ja. Ohne die Cat kann ich die anderen sicher nach Tejix zurückbringen. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Ich könnte Ihnen sagen, was ich über diesen Ort weiß. Vielleicht hilft Ihnen das. Das wäre sogar eine große Hilfe. Die Cat wollen in einen Raum hinter dieser Wand. Vor einiger Zeit haben sie etwas geortet und ihre Anstrengungen darauf konzentriert, dorthin zu kommen. Wie? Das sieht aus wie massives Eis. Die Cat haben uns Sprengstoff herbringen lassen. Sie wollten die Wand sprengen. Das könnten sie auch machen. Wollen Sie sonst noch was wissen? Falls nicht, würde ich gerne den Himmel wiedersehen. Warum wurden Sie gefangen genommen? Sie haben unser Dorf überfallen. Wir wurden in ein Lager gebracht und in Gruppen gesteckt. Und dann haben sie irgendein Programm an uns durchgeführt. Blutabnahmen, Untersuchungen, ich kann mich nicht mal mehr an alle Tests erinnern. Danach wurden wir aufgeteilt. Meine Gruppe war mangelhaft. Oder vielleicht war es auch unwürdig. Die andere Gruppe haben wir nie wieder gesehen. Ich brauche weiter nichts mehr von Ihnen. Viel Glück. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Seien Sie vorsichtig. Okay, ich soll also einfach nur irgendeine Wand sprengen, mitten unterm Eis. Das ist super, eine super Idee, mit Sprengstoff umzuhantieren, hinter irgendeinem. Wir müssen herausfinden, wie wir hinter diese Wand kommen. Ein Scan könnte helfen. Ach. Pathfinder, ich empfange eine starke, nicht identifizierte Energiesignatur, deren Quelle hinter dieser Wand liegt. Dann ist dort also tatsächlich etwas. Außerdem sieht es so aus, als müssten wir uns den Weg mit dem Sprengstoff freisprengen, der hier herumliegt. Haben wir genug davon? Für einen Teil reicht's bestimmt. Den Rest räume ich frei, wenn's sein muss. Die Kammer betreten. Alle in Ordnung? Niemand unter herabstürzenden Eismassen begraben? Alle Mann einsatzfähig und die Detonation hat die... Wo oder was? Was ist das? Hier ist es wunderschön, aber was macht diesen Ort so interessant, dass die Cat um ihn kämpfen würden? Ich grüße Sie. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Was sind Sie? Ein Interface für das Energieraster dieser Stadt. Ich bin aktiv, seit sie im Eis eingeschlossen wurde. Sie lügt. Sie ist eine KI und allem Anschein nach wurde sie von den Angara erschaffen. Wenn man bedenkt, wie hochentwickelt die Angara sind, wäre das durchaus möglich. Absolut. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass sie hiervon wussten. Das ist einfach unglaublich. Holt den Commander! Also, warum haben Sie mich belogen? Wie Sie sehen, bin ich momentan verwundbar. Was ist hier geschehen? Die Cat Aliens haben über mich gesprochen, als wäre ich böse und abstoßend. Sie hatten vor, sich mein Wissen anzueignen und mich dann zu töten. Ich konnte sie abwehren, aber jetzt sind meine Energiespeicher erschöpft. Ich bin dem Tode nahe. Eine weitere Lüge. Sie ist mit einem gewaltigen Energiemaster verbunden. Ich flehe Sie an. Haben Sie Mitleid mit mir. Bringen Sie mich nicht von hier weg. Ich würde lieber sterben. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Das ist Wahnsinn. Sie sind eine unglaubliche Entdeckung. Ein Schlüssel zu unserer Vergangenheit. Bin ich das? Sie sind nicht diejenigen, die mich erschaffen haben. Ich vertraue Ihnen ebenso wenig wie den Cat Aliens. Oder diesen anderen Aliens. Ich würde lieber sterben. Ryder, sie blockiert meine Versuche, sie zu scannen. Okay, das ist... Ich bin offen für Ratschläge. Irgendwelche Ideen? Ideen? Ich bringe sie von hier weg. Das ist es, was... Nein, ich bin müde. Ich werde nicht gehen. Ich habe Angst. So viel Angst. Und ich bin wütend. Helfen Sie mir! Bitte! Ich habe Familie! Ein Leben für ein Leben. Ist meines wirklich kostbarer als seines? Nein, ist es nicht. Sie haben vollkommen recht. Danke! Vielen Dank!
bin gespannt, wie meine Leute hierauf reagieren werden. Ich bin mir sicher, sie werden zumindest ein paar Daten extrahieren können. Das bezweifle ich. Allerdings sollte schon allein das Wissen über ihre Existenz aufschlussreich sein. Kluge Entscheidung. Bei der habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Und Korgana haben nie Gänsehaut. Okay, danke. Ich hoffe nur, ich bereue es nicht irgendwann mal. Wenigstens haben die Cat sie nicht in die Finger bekommen. Okay, Team. Was jetzt? Noch irgendwelche jahrhundertealten KIs töten? Ja. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie gerade quasi das böse Ende gemacht habe oder so, oder... oder was auch immer, keine Ahnung. I have no idea. Keine Ahnung. Ja, gehen wir eben dahin. Gucken wir mal eben, was da ist. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die Temperatur liegt im normalen Bereich. Mein Nomad. Wir können jetzt übrigens eine Temperaturabfall auch ansiedeln. Das machen wir auch nachher. Was auch immer hier passiert ist, wir haben es knapp verpasst. Oh, knapp verpasst ist gut. Da sind Ketten. Datenpad. Am Ende haben die Cat gelernt, uns zu fürchten. Sie flohen wie eine Herde feiger Arti. Ich muss jetzt gehen. Hoffentlich findet der Nachbar. Wäre Maya an unserer Seite gewesen, hätten wir nicht so viel auf dem Weg hierher verloren. Dann hätten wir überleben können. Ich kann nicht für meine gefallenen Kameraden sprechen, aber ich bereue nichts. Die unschuldigen Bewohner von Dahalas sind gerecht. Die Cat werden nie vergessen, welchen Preis sie dafür bezahlen mussten, dass sie unser Zuhause überfielen und unsere Lieben töteten. Okay. Der Widerstand muss erfahren, was hier draußen passiert ist. Ich übermittle sämtliche Daten, die wir auf diesen Schlachtfeldern gesammelt haben, an die Widerstandsbasis. Gut. Verschwinden wir von hier. Sehe ich quasi genauso. Jetzt haben wir immer noch diese medizinischen Vorräte, die ich gerne deponieren würde. Ich habe nur ehrlich gesagt nicht ganz eine Ahnung, wo. Bin ich ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo diese medizinischen Vorräte hin müssen. Die Temperatur liegt im normalen Bereich. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ich weiß nur, dass ich an sich nochmal den Weg zur Basis gehen muss. Okay. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien Fahr sie uns nicht von der Klippe, Kleine. Nur die Ruhe, alles im Griff. Ich habe Volt immer gemocht. Unwirtlich, aber schön. Die Außentemperatur ist im freien Fall. Hier ist es, oder? 90 Meter, hier ist es. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. So, das Lager wäre wieder aufgefüllt. Die medizinischen Notfalllager sind wieder aufgefüllt. Das sind großartige Neuigkeiten. Kommen Sie mal wieder vorbei, wenn Sie Zeit haben. Wir haben gerade neue Vorräte erhalten und ich hätte da etwas, das Sie vermutlich äußerst nützlich finden werden. Was? Okay, mach ich. Dem Arzt Bericht erstatten. Was ist das hier unten? Interessanter Ort einfach nur. Das ist kein Quest. Okay. Hier haben wir noch einen Außenposten errichten und wir müssen den Monolithen noch aktivieren. Was ist das hier? Auf Volt in Null mit dem Widerstand treffen, das ist auch geil. Ich habe
Das haben wir nicht gemacht, nö. Weil irgendwie funktioniert das nicht. Gut. Geben wir mal eben bei dem netten, freundlichen Arzt hier die Sachen ab. Gucken, was der so Tolles für uns hat. War hier nicht irgendwo auch eine Forschungseinrichtung? Glaube ich gerne mal wieder eine Forschungseinrichtung haben. Ein bisschen zu experimentieren. Aber ob mir das gegönnt ist, ist die Frage. Zurzeit sieht es eher nicht danach aus. Ich verlaufe mich hier immer. Oh, ein Behälter. Behälter nehme ich immer mit. Wie soll ich diese Blutung nur stoppen? Schön, Sie wiederzusehen. Sie haben heute Leben gerettet. Wir wissen nicht wen oder wie viele, aber Sie haben es getan. Ich habe aus unserer letzten Lieferung etwas für Sie beiseite gelegt. Als Dank für Ihre Hilfe. Eine Belohnung ist nicht notwendig. Doch, ist sie. Glauben Sie mir. Da draußen ist es gefährlich. Jeder muss sich darauf verlassen können, dass ihn seine Ausrüstung heil nach Hause bringt. Und das gilt auch für Sie. Na toll. Bisschen Munition. Das hätte ich mir mal irgendwas Tolles, Spannenderes erhofft als ein bisschen Munition. Apropos, wie kann ich eigentlich verschiedene Munitionsarten einsetzen? Ehrlich gesagt. Achso, ne Moment. Ach, jetzt kann ich ja gerade nicht ins Waffenmenü. Nevermind, ich kann gerade nicht ins Waffenmenü. Ich glaube, ich weiß aber, wie es geht. Na schön, machen Sie nur. Schalten Sie es an. Aber ich liebe den Kerl. Hier muss ich den Widerstand. Geil! Es hat sich herumgesprochen, dass Sie in Ordnung sind. Ich werde das für mich selbst entscheiden, nachdem ich mit Ephra geredet habe. Sind Sie der Pathfinder, von dem Ephra gesprochen hat? Ja, bin ich. Wir sind das Team, das mit Ihnen die Einrichtung angreifen, um hoffentlich die Morschall zu retten. Ich bin Ihr Pilot. Die Kett-Einrichtung ist auf der anderen Seite des Planeten. Können wir aufbrechen? Ja, warum? Verlieren wir keine Zeit. Sie können mich im Shuttle über alles informieren. Geil. Okay, alle einsteigen. Ja, bitte. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Also, niemand hat je einen dieser Orte von innen gesehen? Wirklich? Niemand, der davon erzählen könnte. Kein Gefangener, der hineingebracht wurde, ist wieder zurückgekehrt. Sie sind die Verschwundenen. Klingt passend. Und was ist mit den Sklaven, die Sie befreit haben? Wir haben schon Arbeitslager der Kett befreit, aber noch nie eine dieser Einrichtungen. Natürlich haben wir es versucht, aber es hat uns viele Kämpfer gekostet. Der Preis war zu hoch. Ich stelle mir gern vor, dass die Kett wichtige Angara von hier in ihren Heimatcluster bringen. Wie bitte? Als Sklaven? Ja, vermutlich. Der Tod ist besser. Jarl, wir dürfen nicht verzweifeln. Wir müssen weiter hoffen. Deshalb kämpfen sie. Deshalb sind wir hier. Deshalb sind wir glücklich, Teil dieser Mission zu sein. Wir sind da. Lasst uns die Sache schnell durchziehen. Der Sturm wird immer schlimmer. Sobald wir durch den Schild sind, gehen Sie voran. Wir suchen Moschai Sepha. Und wir sollten alle vorsichtig sein, okay? Aber Pathfinder, niemand schließt sich dem Widerstand an, um vorsichtig zu sein. Viel Glück. Funken Sie mich an, wenn Sie abholbereit sind. Das ist anscheinend doch eine komplett... Doch eine komplett andere Basis. Gut. Dann machen wir hier einen kurzen Cut und ich sage bis zum nächsten Mal für Videos, euer Hedi.